Und wir müssen heute auslosen, wer nebeneinander schlafen muss. Greta. Oh. Vicky. Ui. David. Und ich. Okay. Levi. Und Leonie. Nice. Neo. Und Zara. Dann bleiben ja jetzt nur noch Milena und Felix übrig. Zwei Paare, eine Villa. Zeit für Zweisamkeit, sich zu lieben, zu verwöhnen, die schönen Momente des Lebens genießen. Bis sie ins Spiel kommen. Sechs knallharte Singles. Die eine heißer als der andere. Werden sie die Pärchen auseinanderreißen? Treue gegen Versuchung. Villa der Liebe, Fremdgehen verboten. Kannst echt mal küssen. Spannender Film. Ja. Ich fand die Parodie besser. Jetzt wird's langsam Zeit. Du weißt, dass nichts passiert, ja? Ja. Neo, komm, Zeit fürs Bettchen. Ja? Felix, ich wollte eigentlich zu Milena. Baby, Alter, dein Ernst, was machst du hier, Junge? Ich such dich schon die ganze Zeit. Du brauchst dir gar nichts tun. Hör zu, guck mal. Du weißt doch ganz genau, ich hab die Nacht gewonnen mit Milena. Also hast du hier doch gar nichts zu suchen, oder? Aber sag dir doch mal, wo sie ist, bitte. Hey, ich kann dir nicht weiterhelfen. Das Einzige, was ich machen kann, ist für dich jetzt hier die Tür zu öffnen. Und du gehst jetzt hier langsam wieder raus. Und dann sag ihr bitte, dass ich sie liebe. Ich sag gar nichts. Das fühlt sich wirklich nicht gut an. Ich hab mich auch einfach nicht mehr mit dir ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhat oder was sie jetzt über mich denkt. Ich glaube, ich habe es total verkackt. Stimmt es eigentlich, was ich gehört habe, dass du auf Mädchen stehst? Ja, aber ich stehe nicht nur auf Mädchen. Mit wem fühlt sich's denn besser an? Ich weiß, ich kann es dir nicht beantworten. Bei mir kommt es immer auf die Person drauf an. Und wer kann besser küssen? Willst du es herausfinden? Also, ich finde es wirklich reizvoll und ich wollte auch schon immer ein Mädchen küssen, aber nicht, wenn ich einen Freund habe. Verstehe ich. Was machen wir jetzt? Bernd, hör mal zu, ich bin gerade auf Mallorca. Wir haben da, ich weiß auch nicht genau, was es ist. Irgendwie so ein Projekt oder so. Bernd, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt wandern, also vor allem verkaufen. Ich würde sagen, verkaufen die Bitcoins. Was war ich? Bernd, bild dir bitte nichts drauf ein, nur weil wir zusammen hier schlafen, okay? Und da wird nichts passieren. Sorry. Nee, warte. Nee, ich erzähle dir das dann anders mal, ja? Das ist ein bisschen unangenehm. Okay, dann nächste Woche. Nächste Woche. Perfekt. Nicht schlecht. Danke. Gleichfalls. Ey, das ist voll scheiße, dass wir nichts miteinander anfangen können, wenn wir die ganze Zeit nebeneinander schlafen. Das ist fast wie eine Bestrafung. Ja, ist echt schade. Ich würde auch gern was mit dir machen. Aber geht halt leider nicht. Boah, ich hatte mal was mit einer 40erin. Das war heftig. Ja, das ist halt das, was die älteren Frauen so mit sich bringen. Ne? Ganz viel Erfahrung. Und wir können wirklich gar nichts machen? Also wir könnten theoretisch schon was machen, aber wenn wir was machen, dann fliegen wir halt raus und das wäre halt kacke. Ja, okay. Dann gute Nacht. Gut.
schon out. Wer war das? Mhm. Wer war das? Ach, ich, nichts. Ich habe nur Sprachübung verschickt. Ach so, okay. Ich dachte. Felix, was war das? Hör mir mal zu, das ist jetzt völlig unangebracht. Ich werde jetzt garantiert nicht mit dir flirten. Ich will jetzt auch nicht, dass du mich irgendwie anfässt und brauchst mich auch überhaupt nicht um irgendwas bitten, okay? Das kann doch nicht sein. Du bist einfach eine weitere Nacht Single bleiben, okay? Jedes Mal, wenn es drauf ankommt. Jungfrau sowieso. Jedes Mal der gleiche Mist. Ey, ohne Spaß, ne? Was eine Braut, ey. Unfassbar, ich komme noch nicht drauf klar. Weil ich mit der jetzt mein erstes Mal gehabt, ich glaube, ich wäre der King gewesen. Alle meine Kollegen hätten mich extrem gefeiert, aber ja. Es sollte halt mal wieder nicht sein, ne? Macht mich schon wieder extrem traurig, Emmy. Junge? Was machst du hier? Ich kann nicht hören. Scheiße. Komm auf dich klar. Was ist denn los? Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich habe es total verkackt. Was meinst du mit verkackt? Leonie, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann. Mir kannst du vertrauen. Okay. Aber du darfst niemandem sagen. Mhm. Vor allem nicht Milena. Versprochen. Ich habe Milena betrogen, aber nicht hier, nicht hier. Das war vor einem Jahr in Prag auf einem Tennisturnier. Ich habe einem Fan meine Nummer gegeben und wir haben uns bei mir auf dem Hotelzimmer getroffen. Wir waren total betrunken und dann ist es passiert. Ich weiß, das hätte nicht passieren dürfen, ich weiß es. Wobei, Leonie, ich meine, jetzt habe ich Milena auch schon einmal betrogen. Hm. Eigentlich könnten wir es doch jetzt auch wild treiben, oder? Krasse Aufgaben, die uns hier stellen, oder? Mhm. Wollen wir vielleicht eine Serie gucken? Villa der Liebe? Oh mein Gott, da habe ich sogar mitgespielt. Warte, was? Ja, wusstest du es nicht? Nein, worum ging's? Da ging es um einen Typen und er sollte die Liebe seines Lebens finden. Mhm, sah er gut aus? Ja, er sah schon gut aus. Ich glaube, es wäre genau dein Typ gewesen. Dann lass es uns doch gleich mal anschauen. Ja, safe. Ich hatte sogar eine Kussszene. Mhm. Also, du meinst, du willst es jetzt tun? Ja. Jetzt? Mhm. Ja. Ja. Ja, Leonie. Ja, das ist es. Das ist es. Das ist es. Danke. Danke, Leonie. Felix, hau ab, komm, ich hab keine Zeit. Ja, was ist hier los? Ich hab jetzt keine Zeit, bei mir funktioniert's wieder. Komm, hau ab, hau ab. Ja, meine Schuhe. Ja, deine Schuhe kriegst du. Hier, komm, ich hau ab, ich hab keine Zeit. Milena, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid, ich hab einen riesengroßen Fehler gemacht. Du musst mir verzeihen, ich liebe dich. Hör mir zu, ich hab wieder Bock, ich hab wieder, es funktioniert wieder. Hast du auch Lust? Ja. Stopp. Kameramänner sind noch hier, die müssen jetzt raus. Komm, Leute, haut ab, raus mit euch, komm. Hey. Raus. Ich hab nicht so viel Zeit. Sorry. Komm, raus hier.
Na, kannst du dem hier widerstehen? Guten Morgen. Ja, wir sind gestern Abend beim Filmen schon eingeschlafen. Okay, und dann machen wir uns so auf. Alter, was soll das denn jetzt hier? Was soll das? Sollten hier nicht Leonie und Levi schlafen? Ich rufe mich hier gar nicht. Ich werde einfach Greta verführen. Nice! Ich habe schon einen Plan, schaut einfach zu. Okay, krass. Gestern haben wir noch fast rumgemacht und jetzt seid ihr ja gemacht. Was meinst du? Rumgemacht? Milena, ist das dein Ernst? Nein! Stimmt das? Ja. Stimmt das? Er lügt. Naja, ich lüge natürlich. Natürlich lüge ich. Was? Was ist denn?